Wir müssen auf der Straßenseite langlaufen. Okay. Hallo, Mr. Polizei. Ja, das denke ich auch. Laden. Ich bin echt gespannt auf diesen großen Endkampf. Da kommen wir da irgendwie hin? Da möchte ich gerne mal hin. Ich spreche mir gleich mit dem Mädchen, was da steht, aber... Oh, guck mal, da oben ist auch noch was. Hui. What is this? The boys want us to play with them? I do owe you one. I can take you to the girls, but I don't think they'll be very willing to play with boys. Do you wish to speak to the girls now? Mhm. Das möchte ich. Oh, mir werden die Augen verbunden, damit wir nicht erfahren, wo die Mädchen sich verstecken. Oh Gott. The 412th meeting of the girls is hereby called to order. Sparkle, sparkle, sunshine! Sunshine, Sparkle, Millie Larson has the floor. If it pleases and sparkles, I move that we vote immediately on the urgent matter involving Monica Ryland. Yeah, right away! Excuse me, I'm sorry, but I have an urgent matter that I believe needs to be addressed first. The chair acknowledges Annie. Sunshine, Sparkle, Annie Nitz has the floor. If it pleases and sparkles, a messenger comes with a request from the boys. Yeah. What request do the boys ask of us? He doesn't really talk. That's hot. The boys are playing some new role-playing game, and the new kid here wants us to join his team. What? We don't have time for that. Something very big happened, and we must do something. I know. I thought maybe he could help. Oh, that's not a bad idea. I glitter Annie's idea. Sunshine Sparkle, a motion has been glittered to have the new kid help with Monica Ryland. All right, new kid, look. There are terrible rumors going around town that our good friend Allie Nelson was spotted at the abortion clinic. I have never been to the abortion clinic. I'm not a whore. We aren't sure, but we think the girl spreading the rumors about Allie is Monica Ryland. And then she has the gall to act all nice to me. We have to know for sure if Monica Ryland is a two-faced bitch or not. So, we're gonna send Monica a Facebook page with your picture, then tell her that you're Bebe's boyfriend from Lakewood, and you want to meet her and ask her what the best thing to get Bebe for her birthday would be, and see if Monica tries to hit on you at all, because that way we can see if Monica is a manipulative bitch. Right. Do this task for us, and the girls will consider your request. Sparkle! Sunshine! Oh mein Gott, warum reden Frauen immer so viel? Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir da was herausfinden können. You'll find Monica waiting for you at the park. All you have to do is pretend to be Bebe's long-distance boyfriend. When the job is done, come see me. Okay. Whatever they ask you to do, remember, we need their help. Ja. Ich vermute mal, dass da auch noch ein Rattenschwanz dran hängt. Und wir da wieder... Wo ist denn? Wo müssen wir denn hin? Müssen wir wieder hier zurück? Ja, in den Park. Das möchte ich jetzt nicht laufen. Dann nutzen wir einfach mal schnell das Reisetool. Das Schnellreisetool. Laden. Ich weiß gar nicht, warum das Laden auf einmal so lange dauert. Das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Aber während des Ladens bewegt sich hier noch alles, fast alles. Also. Naja. Schon wieder. Juhu. Da liegt auch noch so ein... Und da war ein Teleporter. Da würde ich ja jetzt gerne hin. Aber das können wir nicht machen. Ich kann hier nicht immer alles abbrechen, nur weil ich gerade woanders hin möchte. So. Da... Ach, jetzt sind wir wieder im Hinterhof, ne? Nun ja. Aber hier kommen wir auch relativ schnell wieder weg. So. Dann kommt nochmal ein Ladebildschirm. Wunderbar, dass wir nur noch Ladebildschirme sehen. Und ein Ladebildschirm. Aber nur ein sehr kurzer. Gag. Und ein Ladebildschirm. Schön. Diese Folge besteht also nur aus Ladebildschirmen. Und Al Gore schickt uns natürlich in der Zeit auch nochmal ein paar Facebook-Nachrichten. Ist sie das? Oh, hi. You must be Mike. So, you want to talk about Bebe, huh? Well, look, Bebe's my friend. I think she's really great. I don't know if she's the end-all be-all of girls. I mean, she's a little two-faced if you ask me. But hey, I've read a lot of your Facebook profile and I think you're a really interesting boy.
you two-faced manipulative whore! What the heck? Thank God we sent the new kid to spy on you, huh, girls? Yeah, now we know you're a two-faced bitch! What do you mean? You guys are my best friends! Then why are you hitting on my Facebook boyfriend? We brought someone else who might be interested. Monica, what the fuck are you doing? Uh-oh. Hey, Dave. Was haben wir da nur gemacht? Have fun, you two-faced gang! Guys, wait, please, come back! What's the big idea trying to fuck my girlfriend? Nothing to say, huh? Well, maybe you'll understand this! Oh-oh. Ein Kampf. Das habe ich mir fast gedacht, dass das nicht ohne Kampf funktionieren wird. Ich möchte mal den Kampfbogen ausprobieren. Boah! Er hat mal mächtig was ausgerichtet, würde ich sagen. Todesmarkierung. Rote Rakete! Doch nicht. Diesmal nicht. Und jetzt kommt noch ein Angriff hinterher. Oh, der war weniger gut. Nein! Schlägst wie mein Opa. Ja. Und nochmal mit dem Kampfbogen. Bam, bam, bam. Tja, Monikas Freund war nicht so gut. Und wir haben eine neue Freundschaftsanfrage. Jetzt müssen wir zurückkehren. Diesmal nutzen wir ein anderes Schnellreisetool und gehen nicht wieder da in den Garten, um einen weiteren Ladebildschirm zu vermeiden. Koopa Keep. Was für ein Abenteuer. Wer hätte am Anfang gedacht, dass sich das so entwickelt? Niemand, vermutlich. Also ich zumindest nicht. So, und zurück. Warum ist denn hier keine Flagge? Ach, dann reise ich da hin und laufe einfach nach links. Okay. Wie viele davon haben wir eigentlich schon? Noch nicht so viele, ne? Kam mir auf jeden Fall noch nicht so viel vor. Warum? Nur weil ich eine Unterhose auf dem Kopf habe? Miau! Da sind wir wieder. Hallo. So, auf zur nächsten Sitzung der Mädchen. New Kid, we want to thank you for helping us determine whether or not Monica was a two-faced bitch. She really made us mad, but it turns out she couldn't have been the one spreading rumors about Allie Nelson going to the abortion clinic. Yeah, so we made up. You guys are the best. You see, the thing is, Heidi Turner was supposed to put on the Facebook page that you were Bebe's boyfriend, but she didn't. Because Heidi Turner is a two-faced bitch who says she likes me, then tries to stab me in the back. Right, so we need to know if Heidi Turner is the two-faced bitch who's spreading rumors about Allie being spotted at the abortion clinic. But in order to do that, we need people to think you're a girl. Makeover! Nein! Ein Makeover mit Einhorn und Regenbogen und Sternen und toller Musik und da ist es fertig. Oh, jetzt können wir uns verkleiden. I'll have to borrow that. Das ist schön. Und jetzt noch ein Kleidchen. Was nehmen wir denn? Oh, guck mal. Und noch ein bisschen Schminke. Oh, wunderschön. Jetzt müssen wir uns noch Schuhe aussuchen. Welche nehmen wir denn? Oh, guck mal hier. Pink mit Absätzen. Wunderschön. Und ja, natürlich. Oh mein Gott. Was haben wir da nur getan? Get inside the abortion clinic and find the records room. Take a picture of all the records from the past week and text them to us. That will help us find out who the two-faced bitch is. I'm sure you can appreciate why none of us can do this. If any of us are spotted in there, people might think we're sluts like Jessica Rodriguez. Hey, guys. Hey, Jesse. Hi, guys. Hey, Jesse. What are you up to? Oh, nothing. Just finding out which of our friends is a two-faced bitch. Cool. We'll see you around. Awesome. All right, now go in there and get to the records room. Find out if Jesse had an abortion. Nice look, dude. Oh, eine neue Freundschaftsanfrage. Schau oft in dein Inventar. Falls du vergisst, neue. Ja. Whatever. Wir können immerhin noch pupsen und wir haben unsere Ausrüstung noch dabei.
So schlimm ist es ja alles nicht. Neue Quest. Hi, here for an abortion? It's okay. Don't be scared. The first one's always the scariest. Take room A, second door to your left. Zweite Tür links. Okay, wir müssen das alleine machen, alles klar. Da ist eine Kamera. Die können wir nicht kaputt machen. Records room. So. Oh, oh, oh. Verkleide dich als Arzt. Hm. Giftgranaten. Tampons. Cool, wir haben Tampons eingesammelt und können sie als Giftgranaten einsetzen. Ah, hey. Hi, I'm Dr. Poonlover. Get on up in the chair and take a Cool. Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay, we have a booster seat. Ja. Schön. All right, just sit back and relax. We'll get that fuck trash taken right out of you. Here we go. Oh, wir müssen den Schließmuskel verkrampfen. Das können wir doch. What the? Wow, never seen that before. You burned out the vacuum. I'm gonna have to get this thing fixed. Be back in a minute. Ha, wir haben ihn ausgetrickst. Und Al Gore schreibt natürlich fleißig weiter Nachrichten. Jetzt haben wir schon mal Chirurgen, Handschuhe und einen Kittel. Oh, wir haben ja alles. Dann müssen wir das doch direkt mal anlegen. Die Haube, den Kittel und die Handschuhe. Und, die machen weniger Schaden. Der Bogen ist schon ziemlich gut. Ja, ich habe das alles angezogen. Können wir jetzt in den Beobachtungsraum? In der Records Room. Gerne. 2013. Da sind Unterlagen von 2013. Dann lass mich doch auch da dran. Oh, 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 oh. Ah, damn it. Oh, it's you. Thank God. Something strange is going on here. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records, but why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now you know too much. We have two more asking a lot of questions. Deal with them quietly. We can't let anyone find out what we were doing there. Before you Ein Kampf? Tell us why. Why is Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? I'm picking up some hot readings on the USK. Tell us! What do women's vaginas and Doritos Locos Tacos have in common? USK is going crazy. Oh, shit! There's an outbreak here! We have contamination in Sector 7! All units to Sector 7 now! Secure the entire building! Put that woman in restraints! What's going on? Taco Bell security. Your clinic is infected with a Nazi zombie virus. Nazi zombies? That's ridiculous! And bigoted. I happen to be German. He's one of them! Tell people what you saw here today. Let's go, quarantine the place. Okay. Eigentlich sollten wir nur eine Akte fotografieren. Was hat Stan uns... Vielleicht hat Stan uns was Sinnvolles geschrieben. Wir gucken hier mal gerade rein. Pass auf, Alter. Eine Gruppe von Soldaten hat gerade die Klinik gesperrt. Wir finden eine andere Möglichkeit, zu dir zu gelangen. Okay. Ja, lesen und sprechen klappt heute einwandfrei. Und ich habe auch schon entdeckt, wie wir hier weiterkommen können. Wir benutzen einfach unseren Wichtelstaub. Mein Gott, hier sind... Warum? Warum? Ich brauche ganz schnell einen Drachenschrei. Das hat leider nichts mehr gebracht, schade. Diese Verkleidung ist auch echt ein Highlight. Jetzt sind wir auch noch angewidert. Ich würde dann gerne mal den Bogen ausprobieren. Gegen die Ratten. Mal gucken, wie das so ist. Das ist ziemlich gut, glaube ich. Oh oh. Game over. Wir haben gegen die Nazi-Zombie-Ratten verloren. Schade. Aber wir haben ja noch einen Versuch.
Und vor allem muss ich mal gerade schießen. Ha! Sieg! Oh Gott. Nazi-Zwerge. Nein, den hat's nicht erwischt. Naja, aber gegen einen Nazi-Zombie-Zwerg... Nazi-Zombie-Zwerg sollten wir wohl ankommen. Ein torkelnder Nazi-Zombie-Wichtel. Oh mein Gott. Au. Au. Dann sollten wir ihn vielleicht zuerst anzünden. Das klappt ganz gut. Und jetzt kommt ein Nazi-Zombie-Biss. Au, au, au. Dann mache ich doch nochmal den Bogen hier. Und auch das hat wunderbar geklappt. Perfekt. Es gibt gute Erfahrungspunkte hier unten. Vor allem, wenn wir immer schön die Rohre benutzen. Oh, Rasierklinge des Meisters. Hm. Ist die vielleicht toll? Oh ja, die macht ziemlich viel Schaden. Die nehme ich mal gerade rein und ändere die auch direkt. Dann packen wir da nämlich sowas rein. Und gehen zurück. Probieren wir das Ding mal aus, auch wenn das jetzt keine Zweihänderwaffe mehr ist. Hallo? Falsche Richtung? Und hier können wir wieder hochklettern. Das haben wir doch ganz gut gelöst, finde ich, oder? Oh. Ich glaube, dass das keine Frau ist. Ich habe eine Level 12 Ausrüstung gerade gefunden. Oh, er ist das. Nobody move. Oh, what's going on? I'm just here for an operation. Oh, there you are, doctor. I'm ready when you are. Is this going to hurt, doctor? Teehee. Teehee. Something fishy going on here. I think they might be Nazi zombies. Nein. We'll see if you're a real doctor. Give her an abortion. Do it. Okay. Oh, goodness. Jetzt muss ich bestimmt wieder irgendwelche... Klicke mit der linken Maustaste, wenn die Spritze über Rindys Eiern befindet. Okay. Oh, my labia! Oh, shit, oh, that stinks! Oh, my labia! Das war wohl nix. Nein! Game over. Das probieren wir nochmal. Es ist auch nicht so einfach, eine Spritze zu setzen, wenn man kein Arzt ist. Das muss man natürlich dazu sehen. Sagen. Das überspringen wir. Okay. Aber... Sobald ich klicke... Oh, my balls! My balls! My balls! My favorite!